Ja, sofort, oder? Sofort, ja, sofort. Also seid ihr auch ehrenlose YouTuber, die strecken würden? Ehrenloser Hund streckt auf 10 Minuten oder so. Was habt ihr Essen mit Arbeit? Was habt ihr Essen ja. nur gestreckt beim Catering? Natürlich, aber dann... Ja, oh, mein oh, mein Gott. Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dann, oh, Alter, was geht ab, Leute? Okay, Mann. Mit meinem Freund am Start, Tati, Nico und Dimi. Oh Gott. Ihr wisst ja, wir reden und reagieren und diskutieren über die verschiedensten Themen. Irgendwelche YouTuber, News, Neuigkeiten. Eine Neuigkeit, die vor kurzem reingekommen ist, von der nicht alle wissen, ist, YouTube-Videos müssen ab demnächst nur noch 8 Minuten dauern, um mehr Geld, mehr Werbung zu schalten. Also momentan ist es so, ab 10 Minuten gibt es mehr Werbung, könnt ihr mehr Werbung schalten und dadurch gibt es mehr Geld. Und dadurch haben viele YouTuber extra auf 10 Minuten gestreckt oder länger, um mehr Geld zu machen. Dadurch gab es immer viel Kritik, dass der Inhalt, die Videos schlechter sind, weil die gestreckt wurden sozusagen. Ist euch das aufgefallen? Eure Meinung dazu? Wenn ihr jetzt zum Beispiel arbeiten gehen würdet, 8 Stunden, ihr kriegt euren Lohn. Aber wenn ihr 10 Stunden in der Arbeit bleibt, würdet ihr einfach das Dreifache kriegen. Sofort. Ja, sofort, oder? Sofort. Ja, sofort. Also seid ihr auch ehrenlose YouTuber, die strecken würden? Ich sag mal so. Ja, war krass. Ich sag mal, ehrenlos würde ich es nicht nennen, weil du es eigentlich schon gut verglichen hast, weil die meisten YouTuber, sag mal, ihre normale Arbeit vermutlich nicht mehr nachgehen und weil das ihr, sag mal, Verdienst ist. Und so wie du es gesagt hast, wie bei der Arbeit, wenn die Leute, sag ich mal, mehr Geld bekommen, das ja, okay, aber schau, Einkommen. Aber warte, ganz bei meinem Beispiel, nee, bei meinem Beispiel, sagen wir, von diesen 8 Stunden arbeitest du 8 Stunden richtig und diese 2 Stunden versteckst du dich auf dem Klo. So ist es ungefähr. So ist es ungefähr, okay. Wenn du dein Video auf 10 Minuten steckst. Okay. Du versuchst sinnlos 2 Minuten zu füllen. 2 Minuten zu füllen. Ja, klar. Ja, okay. Also ich das ist nicht produktiv. Also ich sag's mal so, nicht produktiv, ich sag's mal so, also ich bin der Meinung, dieses dreifache Gehalt, so wie wir es gerade verglichen haben, solltest du dann schon verdienen und diese 2 Minuten extra oder 2 Stunden extra in der Hinsicht dann auch richtig arbeiten. Dann ist es für mich okay. Dann ist es okay, ja. Ja, dann ist es okay. Wenn du es jetzt, ich meine, ich weiß nicht, wenn du es mit irgendwelchen Bock misst, dann füllst du damit es auf 10 Minuten kommt. Ja, wenn es aber also ich gebe euch mal ein Beispiel. Also meine Videos, die sind auch immer über 10 Minuten, also pro Go. Aber weil ich von, was weiß ich, 17 Minuten Rohmaterial auf 10 Minuten runterschneide. Ja. Klar kann ich auch auf 9,59 machen, aber da schneide ich mir ja selber ins Blut. Ja. Aber ich mache nicht von 8 Minuten irgendwie, dass ich dann 10 habe. Ja, du hast Material, genau. Also du hast mehr Material. Ja, und ich gehe absichtlich aber auf über 10. Aber dann machst du ja trotzdem, genau. Dann hast du mit deiner Aber Arbeit. Es gibt auch YouTuber, zum Beispiel Videos aus nach 6 Minuten, die lassen 4 Minuten schwarz laufen am Ende. Ja, okay, das ist krass. Okay, und dann kriegen sie trotzdem? Ja, yeah, dann ist es über 10 Minuten. Warum dürfen sie das? Ey, aber warum dürfen die das nicht? Aber die können hochladen, ja, was sie wollen. Ist das YouTube das dann löscht? Nein. Oder es, die lassen irgendwas einblenden oder am Ende, was weiß ich, ja, irgendein Schmarrn. Also, wenn nur ein Lied laufen oder so. Ja, genau. Ja gut, aber im Endeffekt, sag ich mal, wenn das Video vorbei ist und dann kommt irgendein Scheiß, dann schaltet man es aus. Also man kann ja auch sagen, es schadet dich nicht. Schadet du schaust nicht, einfach genau. Nur die regulären 6 Minuten und dann nach den 4 Minuten ist doch Scheiß. Aber das ist doch dann, das ist doch... Ja, ist das jetzt ehrenlos oder ist es nicht ehrenlos? Ja, ist ehrenlos, wenn man es so macht. Sagen wir es mal so. Für die Zuschauerseite ist es dann egal, weil die sehen ja, dann kommt nur schwarz und dann hören die eh auf zu schauen. Theoretisch. Ja? Anstatt meiner Meinung nach 2 Minuten sinnlos, wo du ein interessantes Video von der ersten bis zur 8. Minute hattest und danach die restlichen 2 nur zur Überbrückung gebracht wurdest, ist sowas meiner Meinung nach dann besser, es am Ende dann einfach schwarz zu machen. Ja. Wow. Ja. Es ist besser. Nein, weißt du warum? Statt in der Mitte irgendwie Scheiß zu machen. Ich rede jetzt nicht von der YouTuber und der Geldseite, ich rede von der Zuschauerseite. Ja. Ja, ist es für die Zuschauer besser, anstatt sich da hier 2 Minuten nochmal ihres Lebens zu vergeuden, dann wissen die, okay, es kommt nichts mehr, der hat es nur verlängert, passt, ich höre auf. Ja, anstatt 2 Also würdest du einen YouTuber, der sowas macht, nicht haten? Warum haten? Ich meine, es ist halt sein Ding. Es gibt ja genug Hater. Sowas hate ich jetzt zum Beispiel nicht. Es verletzt mich ja nicht. Es spart mir Zeit. Okay. Es spart mir Zeit. Ja, aber trotzdem kriegt er das, was er eigentlich bekommen sollte normalerweise, ganz ehrlich. Aber ich finde, sag ich mal, ein 8 Minuten Video mit 2 Minuten, keine Ahnung, nur schwarz hinten, effektiver als 10 Minuten und 2 Minuten Müll zwischendurch. Genau, genau das, genau. Ja, aber dann sollte auch... Aber ja, man könnte schwach, im Endeffekt auch einfach nur diese 8 Minuten hochladen. Das wäre das Ehrenvollste. Ja, klar. Ja, aber es geht fragen. Um Geld, Mensch. Es geht um Geld, ja, aber mal ehrlich, Mann. Es geht um Geld. Was soll ich sagen? Ich hatte auch schon Videos, die waren 9,57.
Ja, und was hast du dann gemacht? Ja, nichts, die waren 9,57. Was soll ich machen? Du hättest es nicht auf 10 gemacht. Das ist Ehre. Wie soll ich das machen? Soll ich hier noch schnell irgendwas einblenden? Yo, Leute, ich brauche noch 3 Sekunden. Made by Hong. Ja, 3 Sekunden. Wie doch mal aus, was soll ich machen? Ja, ja, noch aber das ist doch okay, Mann. Das ist doch okay, wenn er das so macht, Mann. Also ganz ehrlich, man muss sich doch, doch nicht für jeden Scheiß verkaufen, Mann. Ohne Witz, Mann. Das ist nicht verkaufen. Mein Gott, Thomas ist so loyal. Mein Gott, das ist nicht verkaufen. Das ist Business, ja, Mann. Das ist Business, Mann. Da macht er ein Business. YouTube ist serious Business. Natürlich, ist es so. Also ich kann es auch machen. Okay, Hong, ist der Unterschied zwischen 9,57 und ab 10 Minuten sehr groß? Es ist das Dreifache halt ungefähr. Es ist wirklich das Dreifache. 9,57 ist genauso wie 5 Minuten. Weil ab 10 Minuten kannst du frei entscheiden, wie oft du Werbung schaltest. Und dann kannst du dreimal mehr Werbung zum Beispiel schalten oder viermal oder fünfmal. Okay. Je nachdem, also das ist ein anderes Thema. Ich meine, es gibt ja Leute, YouTuber, die schalten sehr viel Werbung. Ja. Und das können wir auch in einem anderen Video besprechen. Wie oft. Bei Inscope 21, ja, wir haben ein paar Videos gesehen, der macht Endkurze Videos auch. Endkurze, Endkurze. Da verdient er halt nicht so viel Kohle. Genau. Ja? Finde ich gut. Jetzt wollte ich mal fragen. Typ, also in der Hinsicht. Ja? Video ist trotzdem nicht so gut. Aber er als Typ finde ich super. Yeah. Ganz ehrlich, ja? Yeah. Bin ich in Ordnung. Ja, bevor aber man muss auch bedenken, wenn bevor jetzt... Vorher so ein Schmarrn ja, macht, aber 10 Minuten hoch. Ja, aber wenn die Videos jetzt immer 5 Minuten... Ja, aber 10 Minuten hält kein Mensch aus. Ist da richtig Gefahr. Größer, wenn er sie 10 Minuten macht, dass er mehr Abonnenten verliert. Ja, 10 Minuten hält kein Mensch aus. Also. Ja, aber er kann ja auch 8 Minuten oder 7 Minuten machen und dann Spaß laufen lassen. Kann er auch machen. Also das ist schon sehr, sehr... Wie ist das Gegenteil von anerkannt, also so... Nicht anerkannt. Toll. Die Leute haben keinen Respekt dafür. Also, Leute, YouTuber, die das mit dem Schwarzbild und so machen, verpönt. Oh! Genau. Oh mein Gott. Genau. Das ist sehr verpönt. Also, die Leute kriegen schon eine Menge Hate dafür ab. Ja, genau. Und deswegen kann gar nicht gemerkt, deswegen kann so ein Inscope das nicht machen, weil... Genau. Er braucht die Community. Er kann das sich halt aber mit dem nicht verscherzen. Ja, ist aber auch gut so. Das aber kriegt das die Leute überall... Können die es nicht so verschleiern, dass die Leute die Zuschauer es gar nicht so mitbekommen? Ja? Also, generell wird immer geschrieben, ehrenloser Hund, streckt auf 10 Minuten oder so. Echt? Egal, bei jedem Video, was 10 Minuten geht. Oh, wie in den Clubs, Alter. Das ist echt wirklich immer so. Egal, ob du mehr Material hattest oder so, die Leute schreiben es, weil die keine Ahnung haben. Die sehen einfach nur mehr als 10 Minuten. Oder manche Videos sind halt genau 10 Minuten. Dann schreiben die ehrenlose Hund 10 Minuten gestreckt und sowas. Alter, wirklich? Immer. Ey, ist krass, Mann. Immer. Morgen lad mein Video hoch, was genau 10 Minuten. Die ehrenlose, Mann. Okay, krass. Bei uns kriegt die Hong 90% der Kohle, Mann. Also bei uns macht's eh nicht 50. Krass, Mann. 50. Aber, wie gesagt, YouTube hat das jetzt angekündigt. Ein paar Leute haben eine E-Mail bekommen. Also die breite Masse weiß das noch gar nicht. Es wird demnächst auf 8 Minuten runter geschraubt. Ja, ist gut, Mann. Oh, das ist gut. Finde ich sehr gut. Aber denkt ihr, dass Leute dann ihre 6-Minuten-Videos auf 8 Minuten strecken? Oh, Alter, das wäre... Oder denkt ihr, dass die jetzt endlich ehrlich sind und ihre 8-Minuten-Videos da... Es wird immer nicht ehrlich... Also sagen wir doch ehrlich, die Gesellschaft, keine Gesellschaft ist Leute, Mann. Die Gesellschaft ist so bequem. Immer. Die Gesellschaft ist so bequem, das heißt, wenn du mit einem Minimum an Aufwand das maximale Output holen kannst, dann machst du das auch. Ja, ja, das heißt... Dann, das heißt, wenn er jetzt ein 8 Minuten für ein 10 Video gemacht hat, macht er dann auch hier 5 oder 6 Minuten für ein 8 Minuten Video. Man muss auch ehrlich sein, es ist ein Geschäft und die Leute machen das auch, am Anfang machen die es vielleicht zum Spaß und so, aber irgendwann geht es dann natürlich um Geld und ich kann das verstehen. Es ist, die Leute sagen immer ehrenlose Leute, aber schau mal, die hocken sich da den ganzen Tag hin und schauen ihre Videos machen. Nee, aber ich meine auch die Leute, die das Video machen, die hocken sich den ganzen Tag hin. Stecken ihre Zeit da rein. Genau, die stecken ihre Zeit da rein. Das ist deren Arbeit und die andere, so wie die anderen, keine Ahnung, von 7 bis 5 zur Arbeit gehen, so machen die die Videos und wenn der Chef sagt, keine Ahnung, du kriegst eine Gehaltserhöhung, dies und das, musst halt dafür dies und das machen, dann ist halt hier genauso, ja. Ist ja normal, dass jedes normale Geschäft da seinen Gewinn maximieren will. Genau. Also die Leute machen das am Anfang vielleicht zum Spaß, aber irgendwann, wenn die dann, sag ich mal, wenn das ihr Hauptberuf ist, dann ist klar, dass die da schon das maximal Mögliche rausholen. Weil ja, natürlich, aber dann brauchen sie doch nicht von einem 8 Minuten auf ein 6 Minuten Video runterzuschrauben. Verstehst du? Sollen sie doch bei deren 8 bleiben und fertig. Verstehst du? Sag mal, ich meine... Ja, aber es ist leicht, also je mehr Material, desto mehr Arbeit. Ja, das ist schon klar. Wenn die jetzt nur noch 6 Minuten brauchen und 2 Minuten stecken können... Ja, ganz ehrlich, Mann, das ist doch... Gibt es bestimmt dann. Welche. Also ich kann es verstehen. Stell dir vor, jetzt dann, unser Video dauert 7,59 in der Zukunft. Es ist halt nur schwierig bei solchen... Ja, dann dauert es 7,59. Es ist halt nur... Ja?
Es ist halt nur schwierig bei solchen Leuten, die halt wirklich kurze Videos machen, bei denen ist es halt dann schon schwierig, wie die es dann machen. Also wie ist denn das eigentlich mit der Werbung gehandelt, Tom? Ist es denn, weil ich habe gesehen, es gibt ja immer noch Werbungen, da kannst du es direkt überspringen. Ja. Und es gibt immer noch Werbungen, da musst du ein paar Sekunden anschauen. Ja. Ist es dann auch davon abhängig, wie viel... wie viel von der Werbung geschaut wird, ja. Also okay. Die nicht überspringbaren bringen mehr Geld. Ja, aber es ist nicht so, dass... ich glaube, die Zukunft wird doch so sein, dass die direkt in ihren YouTube-Videos auch Werbung machen, oder? Ja, ja, klar. Also, normal, das ich habe jetzt ein paar Videos auch gesehen jetzt, da machen die es einfach direkt rein, labern irgendwie 2 Minuten über, ja, ja. über so ein Produkt, wie zum Beispiel diese Stühle und so weiter. Ja, klar. Und, Product Placements, ja. Demnächst hoffentlich auch mal bei uns eins. Ja, ja, genau. Zum Beispiel über die Wir Chips. Hatten schon mal ein krasses, richtig krasses. Was? Product Placement. Also du warst auch am Start. Nerf. Ja, Mann, das war das? Oh mein Gott, das war zu krass. Das war richtig geil. Und die haben echt gut bezahlt. Und wir haben die Knarren bekommen und ein gutes Video und Spaß gehabt. Also, das war echt, das war echt die beste, die wir hatten. Also auf jeden Fall, ja, ich kann es verstehen. Es ist wie eine Arbeit für die Leute. Ja. Und ja, also. Aber dann müssen die auch ihre Arbeit machen. Ja. Dann müssen die ihre Arbeit auch gut machen. Dementsprechend ja, genau. 8 Minuten füllen eigentlich. Also zum Beispiel rein theoretisch, wenn jetzt YouTube sagt, wir machen 8 Minuten Videos, dann könntest du ein Ding machen, dann müssen sie auch in 8 Minuten... Ja, aber es auch, kommt... Im Vergleich, jetzt dieser Jobvergleich wieder, ja. Das wäre so, als würdest du sagen, okay, du bist, wärst okay mit einem Arbeiter, der 6 Stunden arbeitet und dann 2 Stunden nur füllt. Ja. Mit Bullshit. Ja, das wird doch vorne. Ja, aber ja, es kommt, wie gesagt, es kommt immer darauf an, zum Beispiel so Leute, die nur so 3 Minuten, 4 Minuten Videos machen, für die ist natürlich schwieriger. Die können eh nichts stellen. Aber jetzt wegen einer Minute oder keine Ahnung, wegen einer halben Minute. Ja, aber so, eine Minute ist ja eine Stunde, sozusagen die Stunde arbeitstechnisch. Ja, ja, aber für dreifaches Gehalt. Also wenn du jetzt einen Bauarbeiter hast, ja, der 8 Stunden bezahlt wird, aber nur 6 Stunden arbeitet. Findest du gut? Und du hast dein Essen, du hast dein Essen nie gestreckt, oder was? Oh mein Gott! Du hast dein Essen nie gestreckt! Deine Suppe gestreckt! Ja, du hast deine Suppe mit Wasser gestreckt! Alles, sei ehrlich, komm! Alles, was hinter dir ist, ist lecker, Mann! Ist lecker! Mann! Komm! Was hat denn Essen mit Arbeit? Was hat das Essen nie gestreckt beim Catering? Natürlich, aber dann. Ja, Oh mein Gott, Mann! Hallo, Nein, Mann! Siehst du? Aber man steckt es mit Sachen, damit es dann natürlich am Ende immer noch schmeckt, oder? Ich stecke es mit Wasser. Ja, mit Sahne, mit Brühe, mit was. Die Leute schauen es immer noch an, es schmeckt dir immer noch. Ja? 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 Siehst du, du ich bist genau kochen. So einer von denen. Beantworte doch meine Frage, du bist kein Ehrenmann, Mann. Beantworte doch meine Frage. Hat er schon. Ja, mit der Gegenfrage. Du hast gestreckt, Mann. Ja, und mit der Gegenfrage. Du hast gestreckt. Ich merke schon, Nico, guter Boss, Mann. Ja? Oh mein Gott, sechs Mann, Stunden Tati, du hast mich enttäuscht. Ja, Tati, so ich streck mit 1/2 Liter Wasser die Suppe, euer Mann. Kommt zu mir zum Essen, dann beweist ihr, oder? Nein, es ist alles gestreckt. Egal, kommen wir zurück zum Thema. Ja, warte doch meine Frage jetzt mal. Was war die ursprüngliche Frage? Du hast zum Beispiel einen Bauarbeiter, ja? Der 8 Stunden bezahlt wird, aber nur 6 Stunden arbeitet. Findest du das in Ordnung? Das ist doch da bei den Videos doch genauso eigentlich. Aber es kommt drauf an, welche Leistung er bringt. Die Sache ist, da zahlt er ja für den Arbeiter und bei YouTube, knöpfen wir das Geld vom großen Konzern ab. Weißt du, was ich meine? Wir schaden niemanden dadurch. Ja, für die du die Werbung schaltest, meinst du, oder? Ja, von den großen Konzernen. Wir gönnen uns halt auf deren Nacken. Ja, ich verstehe schon. Aber dann ist es, ja, dann ist es... Es ist Business. Es ist einfach ja, so, Mann. Es ist Business. Den großen, klar, es ist den großen Konzernen egal, ob das jetzt ein 6-Minuten-Video oder ein 8-Minuten-Video ist. Hauptsache, die Werbung wird geschalten. Das ist richtig, ja. Aber eigentlich ist es nicht richtig. Eigentlich. Aber da ist es halt einfach zu machen. Im wahren Leben ist halt blöd, ja. Weil da würdest du auch nicht sagen, hey Junge, du hast noch 2 Stunden zu arbeiten, also arbeitest du auch 2 Stunden noch. Weißt du, was ich meine? Ja, das keine Ahnung. Also, ja? Ich habe ja einen Bürojob gehabt und effektiv arbeitet man da auch nur 5-6 Stunden. Ja, der Rest immer Internet surfen, mit Kollegen quatschen. Ja, ja. Letzte halbe Stunde, du konntest echt ja, warum schaust gar du nichts machen. 2 Stunden YouTube-Videos an? Habe ich echt gemacht, also habe ich echt sehr oft gemacht. Also, Bürojobs, das ist echt üblich. Also ich arbeite immer volle Stunden. Hallo, du schreibst jedes Mal bei WhatsApp, Mann. Ich denke mir auch jedes Mal, wo hast du denn die Zeit eigentlich? Auf jeden Fall gerne eure Meinung und die Kommentare demnächst. Nur noch 8 Minuten Videos, weil mehr brauchen wir nicht. Wie viel hat es jetzt gedauert? 8 Minuten, oder? 14 Minuten. Ah, okay, dann sind aber wir noch gibt es eh die 10-Minuten-Regel. Ja, dann sind wir, ja, da haben wir kein Problem. So ist es.